Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise. Das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Elite Force 2 oder Allied Force. Du musst im Offladen, hier brauchen wir viel Energie. Okay, das war nicht so gut. Ja, dann nochmal. Maximal aufgeladen. Wieso habe ich so wenig Verladung? Das ist ein bisschen blöd. Ah, fuck. Komm, natürlich, jetzt schwimmen wir da auf dem Viecher. Wie war nochmal der Sicherheitscode? Alter, lass dir was einfallen. Wie will man das hier schaffen, ey? Ach, hier weg. Alter, Alter. Was sind wir denn? So, dann muss wieder aufgeladen und weiter geht's. Oh, was ist das? Ah. Wo steckt die Säcke? Das geht's nur gut. Wo ist überhaupt hin? Muss man meine eigenen folgen.
Ich spiele mal zwischendurch auch Alien Isolation, ne? Komm rein. Nicht schon wieder ein Bug. Oh, ich krieg die Krise. Geh schon nein. Jetzt habe ich das mal geschafft. Na komm. Ja, ne? Das muss man mit schieben. Ne, geht doch. Mann, ey. Buggy. Alter. Was sind da falsch? Nee, geht da nicht wieder rückwärts. Oh, ich krieg die Krise. Muss ich den jetzt bis vorschieben oder was? Was ist denn das für ein Scheiß hier? Neues Geschicklichkeitsspiel oder wie oder was? Was soll ich denn jetzt hier? Müssen wir das zurück? Ich dachte, das ist leicht. Oh, jetzt nicht gut. Und jetzt? Ich wusste, diesen Leuten von der Föderation kann man nicht trauen. Welchen Sinn hat ein Selbstmordkommando? Wir haben einige hiervon bekommen. Bei meinen Nachkommen. Du lebst. Und wir haben Bogenwerfer. Die werden wir gut brauchen können. Sicher. Haben Sie andere Mitglieder der Sternenflotte gesehen? Ja. Ein Föderationsraumschiff setzte einen Notruf ab. Vor 3 Tagen. Sie transportierten ihre Besatzung während eines Angriffs zu uns. Aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Danke. Ich muss weiter. Ehre ihre Nachkommen. Tja, wenn ich mal weiter hätte. Herr Satim, Bericht. Ich habe eine verlassene Sicherheitsstation gefunden und lade ihre Sicherheitscodes runter. Chang hier. Ich bin auf dem Weg zum Treffpunkt. Der Widerstand war bisher milde. Jurod an Monroe. Ich habe medizinische Güter gefunden. Ich richte ein Notlazarett ein. Sydney erstattet Bericht. Ich halte sicheren Abstand zur Station. Okay, Penny. Ich habe das über eine Woche her und habe zwischendurch wieder Alien gespielt. Deswegen wusste ich nicht, dass wir bloß in die Waffen kommen wollten. Ich dachte, wir wollten noch weitergehen, aber okay.
Das war ein bisschen blöd von mir, dass ich ihn da reinschieben wollte. War doch kein Bug. Peinlich, aber wie gesagt, ist schon eine ganze Weile her. Über eine Woche und da ja, wusste ich nie, dass mir bloß in die Waffenkammer ging. Ich will mir jetzt rechtfertigen, ich weiß. Wieder tot. Wie much wie. Was? Shit. Von der Kanone. Na ja, geil. Ich muss mal aufladen. Hallo? Hilfe! Hilfe! Er hat gerade die innere Wand durchbrochen. Was ist los? Wir haben einen der Eindringlinge gefangen. Er ist in der Rettungskapsel. Werfen Sie die Rettungskapsel ab. Die Steuerung hier unten funktioniert nicht. Es gibt einen Freigabeschalter im zweiten Stock. Er befindet sich im Hauptkontrollraum, über der Kapsel. Können Sie nicht einfach dorthin gehen? Der Lift zum Hauptkontrollraum funktioniert nicht. Ich versuche, die Energie umzuleiten, aber vielleicht funktioniert er dann immer noch nicht. Aktivieren Sie den Lift. Ich gehe nach oben und aktiviere den Schalter. Wo gehen Sie hin? Wir brauchen Hilfe! Ja, was denn jetzt? Wo soll ich denn hin? Gehen Sie in den Hauptkontrollraum und starten Sie die Kapsel! Rettungskapsel gestartet. Ja, so kann es sein. Also das Ding seine Special-Funktion ist, aber hoffentlich brauche ich das Ding eben noch.
Diese Eindringlinge haben unser Verteidigungsgitter deaktiviert. Wir müssen es wieder zum Laufen bringen. Monroe an Enterprise. Ihr Bericht, Lieutenant. Die Kommandomitglieder sind in Sicherheit. Kein Zeichen der Dallas Crew. Sie kommen. Wir werden angegriffen. Lieutenant, beschützen Sie um jeden Preis die Kommandomitglieder. Ja, Sir. Alle eng zusammenbleiben. Ich gebe Deckung. Na ja, geil. Bitte übermitteln Sie Ihrem Captain unseren Dank. Viele künftige Generationen werden Sie verehren. Danke, aber ich hätte lieber einige Antworten. Haben Sie diese Eindringlinge jemals zuvor gesehen? Niemals. Wer sind Ihre Feinde? Wir haben keine Feinde. Wir haben laufend Probleme mit atraxianischen Schmugglern und mit Separatisten der Idril, sowie gelegentlich mit kardassianischen Schiffen auf Beutezug. Idril? Eine rückständige Rasse. Wir unterstützen sie seit Jahrhunderten. Wir haben den Idril zur geschriebenen Sprache und zum Warp-Antrieb verholfen. Aber die Separatisten sind nicht dankbar. Sie behaupten, dass viele atrexianische Systeme einst den Idril gehörten. Sie verbreiten eine trügerische Geschichte und behaupten, eine ältere Rasse zu sein als wir. Das sollte einfach zu widerlegen sein. Ist es auch. Doch Aberglauben ist hartnäckig. Zum Glück glauben die meisten Idril den Separatisten nicht. Wir verschwenden unsere Zeit. Diese Wesen sind keine Idril. Sie müssen eine interstellare Invasionstruppe sein, wie die Borg. Egal was sie sind, wir können sie nicht von dieser Station vertreiben, bis das Verteidigungsgitter wieder online ist. Unsere Sicherheitsgeneratoren sind zerstört. Haben Sie keine Hilfsgeneratoren? Doch, im Hauptenergiekern, im Herzen der Station. Wenn wir die Hilfsgeneratoren manuell mit dem Verteidigungsgitter verbinden, können wir alle Eindringlinge auf der Station eliminieren. Nur unsere Chefingenieurin könnte das tun, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß es aber. Sie sitzt in einem Büro in der Nähe des Hauptenergiekerns fest. Ich bin unterwegs. Herr Satim, bleiben Sie hier und beschützen Sie die Atrexianer. Ja, Sir. Schon wieder alleine dran. Ich habe keine Energie auf dem Wachen.
Fenrich Gonzalez, USS Dallas. Lieutenant Monroe, USS Enterprise. Wir kommen gerade von der Dallas. Hat sie es geschafft? Wir waren zu spät. Diese Kreaturen haben das Schiff zerlegt. Verdammt. Wo ist die restliche Dallas-Crew? Im unteren Habitatring. Daran haben auch diese Dinger zu knacken. Hier sind ihre Koordinaten. Was tun sie hier draußen? Versorgungsgüter suchen. Wir wussten nicht, wie lange wir dort bleiben müssen. Monroe und Tuvok, ich übermittle die Koordinaten der Dallas-Crew. Wir beamen sie jetzt zu uns. Sind sie bereit für den Transport? Damit sie den ganzen Spaß allein haben? Ich bleibe. Okay, finden wir einen atrexianischen Ingenieur und aktivieren dieses Verteidigungsgitter wieder. Ah, Mensch, ich hab nochmal einen stinknormalen Phaser. Jetzt musst du das machen, Kollege. Geben Sie mir Deckung! Ja, ich würde alleine vorlaufen. Hier drüben! Ich bin Bombshop, Top-Ingenieurin. Ich bin eingeschlossen. Hier. Ja. Wir müssen eine andere Energie finden, die diese Tür öffnet. Yes, eine andere Energiequelle. Hier müssen wir noch nicht runter. Unendlich. Achso. Wieder Rätsel lesen. Erstmal alle von den Dingern rein. Das geht nicht. Geht aber nicht. Verstehe ich nicht. Ja, gut, ich hab's vergessen. Ah, sind wir denn die Hälfte rein in das Ding? Das funktioniert schon mal. Bloß wenn ich meine Feste habe. Ach so, das sind ja Überdingsleitungen. Ja, stimmt. Ja, fuck. Das dürfte funktionieren. Nee, aber. Hä? Was geht? Das doch nicht. Das kann hoch, das drehen wir rum. Das drehen wir so, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir so, das machen wir weg. Mensch, ich hab vergessen, dass die Kreuzdinger, die dünnen, übereinander gehen, nicht verbunden sind.
Ja, nee. Wenn Sie zum Hauptenergiekern gelangen, können Sie das Verteidigungsgitter wieder aktivieren? Ja, aber ich brauche jemanden, der den Energiefluss von hier aus reguliert. Ich übernehme das. Gut. Bleiben Sie hier, während ich Wardshoff zum Kern bringe. Der Haupt... Ja, gut. Ich habe gespeichert. Der Energiekern ist unter uns. Wir müssen den Lift nach unten nehmen. Los, ich gebe Ihnen Deckung, während Sie die Energie umleiten. So, und wie es damit weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Star Trek Elite Force 2. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn nicht, cut it out.